Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 8 Wochen nach der Bundestagswahl treten die Koalitionsverhandlungen in die Schlussphase. Zum 6. Mal kam die große Runde von CDU, CSU und SPD zusammen, um über die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen zu beraten. Dabei wird immer deutlicher, dass viele konkrete Fragen am Ende vermutlich von den 3 Parteivorsitzenden Merkel, Seehofer und Gabriel entschieden werden müssen. Sonst steht hier Sigmar Gabriel zur Begrüßung. Heute musste Angela Merkel den Weg ins Willy-Brandt-Haus allein finden, ebenso Horst Seehofer. Drinnen winkt die große Runde den gesetzlichen Mindestlohn durch. Aushandeln soll ihn eine Kommission aus Arbeitgebern und Gewerkschaften. Details sind aber noch offen. Auch die Kernforderung der SPD, eine Starthöhe von 8,50 Euro, kann Andrea Nahles heute nicht verkünden. Es steht natürlich noch aus, mit welchem Mindestlohn startet diese Kommission und wie genau ist der Auftrag, den die Mindestkommission hat. Viele Unternehmen, vor allem in Ostdeutschland, drohen mit dem Abbau von Arbeitsplätzen, wenn der Mindestlohn eingeführt wird. In diesem Sinn argumentiert auch die Union. Wir werden da etwas finden müssen, aber wir werden etwas finden müssen, was Beschäftigung nicht gefährdet. Das Rentenpaket steht unter Finanzvorbehalt und wurde auf kommende Woche vertagt. Die CSU warnt jedoch die SPD vor dem Versuch, die Mütterrente in Frage zu stellen. Jede Partei hat ihre Basis und jede Partei muss ihre Basis mitnehmen, egal über welchen Weg. Eins ist klar, wir sehen nicht bei uns den Auftrag, den Mitgliederentscheid der SPD zu gewinnen. Das ist die Verantwortung und Problem der SPD. Als Antwort auf neue Forderungen der SPD hatte die CSU gestern noch mit Neuwahlen gedroht. Heute wollte keiner mehr ernsthaft darüber reden. Doch ebenso klar ist, auch die CSU muss noch einen Parteitag überstehen, am kommenden Wochenende. Erst danach werden die strittigen Punkte in kleiner Runde von den Parteichefs geklärt. Einblicke in Einzelheiten der Koalitionsverhandlungen geben wir Ihnen im Internet auf tagesschau.de. Die Arbeitgeber haben angesichts der Koalitionsverhandlungen davor gewarnt, die Sozialkassen zu überlasten. Der neue Verbandschef Kramer warf sowohl der Union als auch der SPD Kurzsichtigkeit vor. Die bislang bekannt gewordenen Pläne für Rentenaufstockungen ließen die demografische Entwicklung außer Acht. Es sei absehbar, dass dadurch in wenigen Jahren die Sozialabgaben kräftig steigen müssten. Im Abflugterminal des ehemaligen Flughafens Tempelhof treffen sie sich. Aber Aufbruchsstimmung klingt anders als das, was der neue Arbeitgeberpräsident vorträgt. Ingo Kramer macht sich Sorgen über den gemeinsamen Kurs von Union und SPD. Eine große Koalition könnte, nein, muss sich meines Erachtens das Ziel der Vollbeschäftigung für die nächsten 4 Jahre setzen. Was wir aus den Koalitionsverhandlungen hören, geht aber in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik genau in die Gegenrichtung. Die Wirtschaft hadert mit der geplanten Frauenquote für Aufsichtsräte, vor allem aber mit dem gesetzlichen Mindestlohn. Wenn der 8,50 Euro Mindestlohn flächendeckend wirklich sofort käme, dann ist mit Beschäftigungsverlusten zu rechnen. Die Vertreter der beiden großen Parteien halten dagegen. Schäuble verspricht, an die Politik der letzten Jahre anzuknüpfen. Wir müssten ja alle mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn wir diese erfolgreiche Politik in einer schwierigen Zeit, wo die Herausforderungen groß sind, nicht versuchen würden, fortzusetzen. Geradezu Werbung für eine große Koalition macht der SPD-Fraktionschef. Wenn das mit der richtigen Haltung angegangen wird auf der letzten Strecke der Verhandlungen, ist das nicht nur eine große Koalition zum Selbstzweck, sondern da kann die auch mit Inhalten gefüllt werden, die diesem Land, seinen Menschen und der Zukunft nutzen. Artiger Applaus, mehr nicht. Eher skeptisch als begeistert machen sich die Arbeitgeber auf 4 Jahre schwarz-rot gefasst. Der Daimler-Konzern schreibt in China ein Stück Wirtschaftsgeschichte. Er ist der erste internationale Autobauer, der direkt bei einem chinesischen Partner einsteigt, mit 12%. In Peking besiegelte Vorstand Zetsche die Kooperation mit dem staatlichen Hersteller BAIC. Daimler hofft, mit diesem Coup auf dem weltgrößten Automarkt zur Konkurrenz aufzuschließen. In China zu produzieren, das allein hat Daimler nicht mehr ausgereicht. Jetzt steigt das Unternehmen auch finanziell bei seinem chinesischen Partner ein. Daimler ist damit der erste ausländische Autobauer, der einen großen Anteil an einem chinesischen Staatsunternehmen übernimmt.
12% an der PKW-Tochter von Beijing Automobile. Wir haben uns ein Ziel gesetzt, 2020 erster Premium-Hersteller weltweit zu sein. Und wir sind gut dabei. Im Moment ist es so, dass wir mit BMW und Audi weltweit auf Augenhöhe sind, nur in China noch nicht. Und das wollen wir jetzt wettmachen. Fast ein Jahr hat es gedauert, bis die chinesische Regierung ihr Okay für den 625 Millionen Euro Deal gab. Im Gegenzug bekommt das Daimler-Management nun zwei Sitze im Aufsichtsrat des chinesischen Partners und damit Einfluss auf dessen Geschäfte. China ist ein wichtiger Markt für Daimler. Hier werden jährlich über 12 Millionen Autos verkauft. Und doch sehen Experten auch Risiken. Für Daimler gibt es jetzt drei Herausforderungen. Erstens, die Qualität sicherzustellen, weiterhin auf Mercedes-Niveau. Zweitens, dass man einen Know-how-Abfluss an den chinesischen Partner verhindert. Und drittens, dass man natürlich auch mit der Kultur des Unternehmens zurechtkommen muss. Daimler sieht in China vor allem Chancen. Die Investitionen dort, heißt es, würden dazu beitragen, den Daimler-Konzern insgesamt weiter abzusichern. Das EU-Parlament hat nach monatelangem Streit den Haushaltsrahmen bis 2020 gebilligt. In diesem 7-Jahres-Zeitraum kann die EU bis zu 960 Milliarden Euro ausgeben. Das sind knapp 4% weniger als in den vergangenen 7 Jahren. Diese Einsparungen hatten vor allem Großbritannien und Deutschland gefordert. Als Zugeständnis setzte das Parlament durch, dass der Finanzrahmen 2016 noch einmal überprüft wird. Im NSU-Prozess wurde heute die Mutter des mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt vernommen. Nach eigener Aussage hatte sie noch Kontakt zu ihrem Sohn und dessen Komplizen Uwe Mundlos und Beate Zschäpe, als die drei bereits im Untergrund lebten. Dass sie sich nicht der Polizei gestellt hätten, sei Schuld der Behörden, so Brigitte Böhnhardt. Sie hätten Zusagen für Strafmilderungen nicht erfüllt. Als einzige Überlebende des Terrortrios steht Beate Zschäpe vor Gericht. Die beiden anderen brachten sich um. Die Hauptangeklagte schweigt beharrlich. Hohe Erwartungen deshalb heute beim NSU-Prozess an eine Zeugin, von der es im Gerichtssaal selbst kein Bild gibt. Doch Brigitte Böhnhardt, hier Archivaufnahmen von ihrer Ladung im Thüringer Untersuchungsausschuss, erfüllte sie nur teilweise. Denn obwohl die Mutter von Uwe Böhnhardt auch Beate Zschäpe und Uwe Mundlos bestens kannte, äußerte sie sich erst auf Nachfrage zu den politischen Ansichten der drei. Auch nach deren Untertauchen 1998 hielt Brigitte Böhnhardt heimlich Kontakt zu dem Trio, unterstützte es finanziell und traf es mindestens dreimal in einem Chemnitzer Park. Dabei habe sie die drei jedes Mal aufgefordert, sich zu stellen. Ihr Sohn und Beate Zschäpe wären dazu bereit gewesen, nicht aber Uwe Mundlos. Dass das Trio zu diesem Zeitpunkt laut Anklage schon 4 Menschen ermordet hatte, wusste Brigitte Böhnhardt damals auch nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft nicht. Morgen soll die Vernehmung fortgesetzt werden. Für einige Nebenkläger aber wurde schon heute eines deutlich. Wir sind als Trio aufgetreten. Das ist genau das, was die Bundesanwaltschaft vorwirft. Also meines Erachtens ergibt sich da schon eine Belastung dadurch, dass eben das Verhältnis gleichberechtigt war, dass es hier keine Hierarchien innerhalb des Trios gab und dass man Entscheidungen gemeinsam getroffen und diskutiert hat. Eine These, die in der Anklageschrift eine wichtige Rolle spielt, denn die Bundesanwaltschaft stützt ihren Vorwurf der Mittäterschaft bei den 10 Morden nicht auf eine unmittelbare Tatbeteiligung, sondern vor allem darauf, dass Beate Zschäpe gleichberechtigtes Mitglied der Terrorzelle war. Nach wochenlanger Untersuchungshaft lässt Russland erste ausländische Greenpeace-Aktivisten frei, allerdings unter Auflagen. Gegen eine Kaution von jeweils 45.000 Euro kommen jetzt 9 Männer und Frauen auf freien Fuß, entschied heute ein Gericht in St. Petersburg. Unklar ist, was weiter mit ihnen passiert. Sie hatten im September mit anderen versucht, eine Ölplattform in der Arktis zu besetzen, um gegen Umweltzerstörung zu protestieren. Bei einem Doppelanschlag auf die iranische Botschaft im Libanon sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 140 verletzt worden. Das Attentat in Beirut steht indirekt im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg im benachbarten Syrien. Zu dem Selbstmordanschlag hat sich eine sunnitische Terrorgruppe bekannt. Sie fordert den Iran auf, sich aus dem Bürgerkrieg in Syrien herauszuhalten. Vom Libanon aus kämpft die schiitische Hisbollah, die dem Iran nahesteht, an der Seite der Assad-Truppen. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien sind bei einem Unwetter mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Das Sturmtief Kleopatra hinterließ zerstörte Brücken und Straßen, Städte wurden überflutet und von der Außenwelt abgeschnitten. Die italienische Regierung rief den Ausnahmezustand aus. Besonders betroffen ist die Region um Olbia im Nordosten der Urlaubsinsel. Die Stadt wurde fast komplett überschwemmt.
Es kam viel schlimmer, als es vorhergesagt war. Das Tiefdruckgebiet Kleopatra hat auf der Mittelmeerinsel Sardinien Tote, Verletzte und gewaltige Zerstörungen hinterlassen. In nur wenigen Minuten hatten sich Bäche in reißende Wasserfluten verwandelt und Städte und Dörfer regelrecht überrollt. Allein in Olbia fielen in 12 Stunden 93 Liter Regen auf den Quadratmeter, so viel wie sonst im ganzen Winter. Schon in der Nacht wurde deutlich, es kommt zu einer Katastrophe. Das Wasser reichte bis zum zweiten Stock. Es ist dramatisch. In den bekannten Urlaubsorten wurden Privatvillen und Hotels in kürzester Zeit unter Wasser gesetzt. Der Fährhafen von Olbia musste gesperrt werden. Der italienische Ministerrat erklärte Sardinien zum Notstandsgebiet. Diese Entscheidung bedeutet, dass sofort 20 Millionen Euro für Hilfsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Den ganzen Tag über wurde die Suche nach Vermissten fortgesetzt. Mehrere tausend Menschen sind obdachlos. Die Sachschäden an eingestürzten Brücken und Eisenbahntrassen gehen in die Millionen. Die Gesamthöhe der Schäden ist noch gar nicht abzuschätzen. Auf den Philippinen sind nach Angaben der Vereinten Nationen 600.000 Menschen immer noch nicht von Hilfslieferungen erreicht worden. Mehr als 2,5 Millionen seien insgesamt auf Unterstützung von außen angewiesen. Der Taifun Haiyan hatte am 8. November riesige Gebiete des Inselstaates verwüstet. Nach Angaben der Behörden kamen fast 4.000 Menschen ums Leben, 1.600 werden noch vermisst. Hilfsorganisationen bitten weiter um Spenden für die Opfer des Taifuns. Bei der Bank für Sozialwirtschaft Konto 9292, Stichwort ARD Taifun. Sie können auch direkt via Internet spenden unter www.spendenkonto-nothilfe.de. Weitere Informationen finden Sie außerdem auf tagesschau.de. In die Affäre um den Münchner Kunstfund und den Sammler Cornelius Gurlitt scheint Bewegung zu kommen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg kündigte heute an, Gurlitt die Werke so schnell wie möglich zurückgeben zu wollen, die zweifelsfrei sein Eigentum seien. Die Herkunft von knapp 1.000 Bildern gilt noch als ungeklärt. Die Behörde hatte etwa 1.400 Werke unter dem Verdacht beschlagnahmt, es könne sich um NS-Raubkunst handeln. Im letzten Länderspiel des Jahres trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft am Abend im Londoner Wembley-Stadion auf England. Der Klassiker ist zwar ein reines Freundschaftsspiel, DFB-Trainer Löw erhofft sich allerdings weitere Erkenntnisse für die WM im kommenden Sommer. Die ARD-Übertragung beginnt gleich im Anschluss an unsere Tagesschau. Das letzte Länderspiel des Jahres ist auch gleichzeitig der letzte echte Härtetest vor der WM für die deutsche Nationalmannschaft. Bundestrainer Joachim Löw hat sein Team auf mehreren Positionen verändert im Vergleich zum 1:1 in Italien. Unter anderem sind ja Neuer, Lahm und Özil gar nicht erst mit angereist nach London. Und so bekommen heute andere eine Chance, ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen. Toni Kroos beispielsweise, der auf der Spielmacherposition agieren soll. Für manche ist es übrigens der erste Auftritt auf dem sogenannten heiligen Rasen von Wembley. Interessant, in der Startelf stehen heute gleich drei Bayern-Spieler und sogar vier Dortmunder, unter anderem Roman Weidenfeller, der sein erstes Länderspiel machen wird mit 33 Jahren. Englands Trainer Roy Hodgson musste zuletzt ein 0:2 gegen Chile hinnehmen. Bitter und damit kein gutes Omen für die Partie, zumal Deutschland seit 1975 im Wembley-Stadion unbesiegt ist. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 20. November. Tiefer Luftdruck bestimmt in den kommenden Tagen unser Wetter. Die Luft, die dabei einfließt, ist relativ kalt, damit sinkt die Schneefallgrenze. Im Nordwesten ist es in der Nacht meist trocken, sonst regnet es verbreitet. Im Bergland geht der Regen oberhalb von 400 bis 700 Meter in Schnee über. Stellenweise muss mit Glätte gerechnet werden. Am Tag im Süden und Osten weitere Niederschläge, im Nordwesten und Westen ist es vorübergehend recht freundlich, gegen Abend kommt von Westen neuer Regen bzw. Schneeregen auf. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Nordwesten und Westen später frischer Wind, an der Nordsee wird er stark mit stürmischen Böen. In der Nacht 5 Grad an der Ostsee und bis minus 2 Grad im Norden. Am Tag 7 Grad an der Nordsee und 1 Grad im Vogtland. In der Nacht zu Donnerstag schneit es im Westen teilweise bis in die Niederungen. Am Tag Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee, etwas freundlicher sieht es im Norden und Nordosten aus. Am Freitag hier und da Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Am Samstag im Norden Lichtblicke, es nieselt aber ansonsten nur vereinzelt.
Eine Kurzausgabe der Tagesthemen mit Karin Mioska sehen Sie gegen 21.50 Uhr in der Halbzeitpause des Fußball-Länderspiels England-Deutschland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.